Björn Mehnert, Trainer Wuppertal SV, gerade hier bei Wegberg Beek deutlich mit 3:0 gewonnen. Zunächst mal, wie sieht Ihre Einschätzung des Spiels aus? Ja, es war ein schwieriges Spiel, das wussten wir aber. Ich glaube, bei dem Wetter, Platzbedingungen sind nicht optimal, aber das wird, glaube ich, in Deutschland überall auf den Plätzen sein. Deswegen hatten wir am Anfang Probleme, die ersten 5 Minuten, wo Wegberg auch in Führung hätte gehen können. Aber dann haben wir es durch 2 Standardsituationen in die richtige Richtung gelenkt, dass auf so einem Platz dann auch immer ein Dosenöffner sein kann, nach einer Ecke und nach einem direkt verwandelten Freistoß. Ja, und dann haben wir es, glaube ich, recht souverän runtergespielt und, glaube ich, aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient gewonnen. Sie haben jetzt aufgrund der anderen Ergebnisse die Tabellenführung erobert. Hand aufs Herz, hätten Sie vor der Runde damit gerechnet, dass Sie zu diesem Zeitpunkt der Saison auf dem ersten Tabellenblatt stehen? Nein, also bin ich auch ehrlich, jetzt nach der Hinserie hat das schon Aussagekraft, die Tabelle, und im Moment sind wir Spitzenreiter, auch wenn Essen noch ein Spiel weniger hat. Das muss auch erst gespielt werden, also was die Mannschaft leistet oder geleistet hat in der gesamten Hinserie mit nur einer Niederlage gegen Rot-Weiß Essen und jetzt auch ja, die Siegesserie. Ich glaube, die wenigsten Gegentore, famos, ziehe ich alle Hüte, die ich habe vor der Leistung der Mannschaft. Abschließend, aber der drittige Aufstieg ist jetzt schon das klare Ziel. Nee, also so weit sind wir noch nicht. Wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Wir schauen immer aufs nächste Spiel. Das nächste Spiel ist der SV Rödinghausen. Auch eine Top-Regionalliga-Mannschaft, die sich nach einem schlechten Start gefangen hat. Und das wird ein schwieriges Auswärtsspiel. Nach so einem kräftezehrenden Spiel, Kampfspiel wie heute, müssen wir jetzt alle Reserven wieder sammeln, gut regenerieren und dann die Trainingswoche wieder so gestalten, dass wir in Rödinghausen wieder, ja, auf Spur sind.